Und da bin ich auch schon zurück. Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Wir haben die Glühbirne... Und mein Telefon klingelt. Mein Telefon klingelt nicht. Das war ja mysteriös. Mein S-Voice hat sich gerade irgendwie aktiviert und das war ganz komisch. Sorry. Also, wir können hier schaufeln und wir können die Glühbirne einsetzen. Gut. Ach so. Ja, ich weiß, das können wir mit was anderem benutzen. Ich habe schon eine Idee. Ich will doch hier die Glühbirne einsetzen. So, nun? Jetzt haben wir keinen Strom. Genau, weil wir die Sicherung noch nicht gefunden haben. Da hinten ist neu. Hier. Genau, da können wir nämlich uns das Zeug hier holen. Das Klebstoffpulver. Das können wir eventuell schmelzen. Was haltet ihr von der Idee? Klebstoffpulver schmelzen und den Elefanten zusammenkleben. So, jetzt brauchen wir sicherlich Feuer. Das haben wir aber. So. Das brutzelt jetzt fleißig vor sich hin. Und wir haben Klebstoff. Flüssigen Klebstoff. Zack. So, den Elefanten müssen wir zurückbringen. Ach so, nee, stopp. Ich glaube, der muss erstmal hier in die Schraubzwinge. Mysteriös. So, jetzt haben wir den Elefanten. Und den können wir hier hinbringen. Okay, das Buch kommt raus. Was ist das für ein Buch? Ein Wörterbuch. Interessant. Was wir mit dem anstellen können? Ich bin gespannt. So, dann gehen wir jetzt zurück. Ich gehe extra diesen Weg. So. Ich liebe diese unheimlichen Geräusche. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier ist ja Asche. Hier ist Asche, aber wir haben ja keinen... In der Asche wurde etwas versteckt. Können wir da vielleicht irgendwie drin rumsuchen? Nee, können wir nicht. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Der Grabstein ist umgefallen. Was ist das denn? Oh. Laudius and Sons. Das Haus wurde von der Laudius-Familie gebaut, aber aus welchem Grund haben sie das Haus auf einem Friedhof gebaut? Das ist doch verrückt. Warum zum Teufel baut jemand ein Haus auf einem Friedhof? Das ist ja sowas von gruselig. Ein in Stein eingelegtes Kreuz. Seltsamerweise befindet sich weniger Staub darauf. Es scheint, als wäre es hier vor kurzem platziert worden. Das ist spannend. Wer treibt sich hier noch rum? Fast wie ein Tor sieht das hier aus. Das ist, ja. Die Inschrift ist in einer antiken Sprache, deswegen kann ich sie nicht lesen. Aber was sollen wir jetzt hier machen? Das Wörterbuch! Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich Idiot. Okay, wir haben hier was entziffert. Der Text scheint unvollständig zu sein. Er bedeutet ungefähr Folgendes. Nur die, die ihren Weg kennen, können das Labyrinth durchqueren. Die ersten beiden Male musst du nach links gehen. Die nächsten beiden Male musst du nach rechts gehen. Also zweimal links, zweimal rechts. Ich frage mich, wohin uns das jetzt führt. Wir können hier immer noch irgendwas machen. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Können wir... Es sieht aus, als könnte man hier irgendwas reinstecken, aber ganz ehrlich, was sollte das sein? Mit der Säge, mit dem Dolch. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Hier. Ach, das zeigt wieder nur den Grabstein an. Was haben wir da oben? Ich glaube, dass dies Baumwurzeln sind. Oh,
ich habe noch eine Sammelfigur. Cool, ach stimmt, die wollten wir uns ja später auch noch mal alle angucken. Also ich wollte das und ihr müsst es dann mitgucken, wer es möchte. Also irgendwas ist doch hier hinter diesen Baumwurzeln. Können wir die nicht mit dem Dolch kaputt machen? Nee, können wir nicht. Schade. Ist hier auf dem Boden noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Die Säulen wurden aus Beton hergestellt. Warum hat sich jemand die Mühe gemacht? Ja. Da ist was am Auge. Das können wir aber vielleicht rauspulen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen, Leute. Null Ahnung. Und unsere Puppe zeigt mir hier wieder mal gar nichts an. Die lädt sich wieder nicht auf, dieses kleine Miststück. Was könnten wir hier machen? Ja, ich kriege keine Hilfe mehr. Das ist schon wieder echt kniffelig. Echt kniffelig. Wir haben hier dieses Kreuz. Sorry. Ich habe so ein bisschen in der Sonne gebrutzelt und das macht immer müde. Die Inschrift besagt, dass man 7 toten Männern folgen soll. Oh Mann, jetzt habe ich nicht weitergelesen. Die ein Kreuz tragen und man dann den Weg findet. Okay, da kommt das Gleiche. Hier kommen die Totenköpfe rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben aber erst 5. Aber hier kommen auf jeden Fall die Totenköpfe rein. Ich frage mich, was jetzt hier zu tun ist noch. Die Säulen wurden aus Beton hergestellt. Das kennen wir auch alles schon. Und ja. Hier ist noch so ein Seil. Aber vielleicht können wir hier die Seilwinde ranmachen. Da können wir doch. Ja! Oh, das ist aber ganz schwer zu sehen, ne? Der Korkenzieher. Und dann können wir mal lesen, was da drauf steht. Auf dem Grabstein. Dies sieht nach einer Fortsetzung eines anderen Textes aus. Zu guter Letzt gehe zweimal links und dann gehe durch die rechte Tür. Wow. Okay, gut, dass wir hier unser Notizbuch haben und das dann immer nachschlagen können. Jetzt wollen wir erstmal den Korken hier rausziehen. Aus dem Löchlein. So, wofür der jetzt gut ist. Da war noch ein Totenkopf drin. Und hier ist auch noch irgendetwas los. Was können wir jetzt hier anstellen noch? Ja. Was brauchen wir eigentlich für den Kompass? Den Korken. Wir brauchen dafür einen Korken. Könnte ich das vielleicht noch mal sehen, was hier noch fehlt? Aber okay, haben wir scheinbar nicht. Jetzt haben wir hier wieder. Oh mein Gott. Wie kommen wir denn dahin? Ich dachte, man kann nur. Wie kommt man da denn hin? Wie gemein das ist. Ist schon ein bisschen verzwickt. Der Ritter trägt eine verrostete Maske. Ich kann ihn sicherlich entfernen. Mit dem Dolch? Nein. Dann mit der Säge? Nein. Gut, das können wir nicht. Jetzt bräuchten wir Licht. Ich sehe, der Totenkopf hat was im Auge. Das ist bestimmt der Fehlende. Okay, das Feuerzeug funktioniert hier nicht. Die Statuen sehen sehr alt aus. Wie kriegen wir das denn jetzt? Vielleicht habe ich das auch wieder einfach nur nicht richtig angesetzt. Mittendrauf. Und meine Puppe sagt hier wieder nichts. Rein gar nichts hilft sie mir. Also es ist. Ich habe übrigens mein Fenster auf. Also ich hoffe, es ist nicht zu laut und ihr hört nicht so viele Hintergrundgeräusche, aber es ist halt wirklich, wirklich warm. Und ich schwitze so schon. Ach da. Was ist da? Ich kach, da ist eine Kerze vorne vor. Ich muss mich echt ein bisschen mehr konzentrieren. So.
Das zweite Auge fehlt. Ach, dafür ist das Auge. Einen Schlüssel, ein Truhenschlüssel. Für welche? Für diese Truhe. Oh mein Gott, was mag drin sein? Der siebte Totenschädel? Nein, ein Sieb. Und da können wir zu der Asche gehen. Denn es ist ja was in der Asche versteckt. Und das wird der siebte Totenkopf sein. Das wird der siebte Totenkopf. Komm schon. Ja, da ist er. Der siebte Totenkopf. Nein, hier nicht. Den müssen wir da einsetzen. Oh, ein Minispiel. Scheiße. Hier muss die richtige Reihenfolge gefunden werden. Wenn der Totenkopf in der richtigen Reihenfolge betätigt wird, dann wird er in der Position bleiben. Was für eine richtige Position? Das ist doch alles... Ach so. So, jetzt müssen wir... Das wird jetzt ein Fleißspiel. Mit ein bisschen... Gedächtnis. So. Aha. So, so, so. So, so, so. Nein. Es wird wahrscheinlich wieder die letzte Kombi sein. Oh. Der? Nein. Ja. Oh mein Gott. Nein! Ist noch nicht fertig? Es kann nach rechts oder links gedreht werden und kommt dann immer wieder zurück zu einer ursprünglichen Position. Die Kombinationen bestehen aus... Was? Ich habe irgendwie gerade nicht zugehört und zu dem, was ich mir selber vorgelesen habe. Es kann nach rechts oder nach links gedreht werden und kommt dann... Immer wieder zurück zu seiner ursprünglichen Position. Wieso lädt die Puppe sich jetzt auf? Ist sie doof? Die Kombination besteht aus einer Serie von richtigen Links- und Rechtsbefehlen. Oder? Das würde ich gerne lösen. Aha. Ach, das ist das aus dem Brief gewesen, wisst ihr? Und dann durch die... Wow. Wow, eine Gruft. Das ist der Name meiner Mutter. Sie hasste es, geweckt zu werden, aber ich muss herausfinden, was sich im Inneren verbirgt. Was verbirgt sich hier? Ich frage mich, wie lange diese Fackeln brennen können. Ein Deckel. Der Deckel wurde aus Stein gemeißelt und darauf befindet sich ein Mechanismus. Da ist ein Brief. Wow. Das ist die Handschrift meiner Mutter. Ich hatte einen Albtraum. Ich wanderte durch das Haus und fand einen Geheimgang. Unter dem Haus befand sich eine Art Ritualtempel. Ich weiß, es hört sich an wie in einem schlechten Horrorfilm. Aber da war noch etwas anderes. Ein großer Steinsarg und auf ihm stand mein Name. Ich öffnete ihn und fand etwas darin, das ich vor lauter Entsetzen... Etwas so Schreckliches, dass ich vor lauter Entsetzen aufwachte. Oh Gott, wollen wir wirklich wissen, was dort drin ist? Der ist an zwei Halterungen befestigt. Können wir das dann nicht mit dem Schraubenschlüssel hier öffnen? Da ist noch ein Schlüssel. Wow. Als erstes muss ich das richtige Muster finden. Also irgendwo hier versteckt. Oh, dafür ist bestimmt der Schlüssel. Wieso nicht? Mehrere Zahnräder fehlen. Okay. Hier geht es aber noch weiter. Was ist da unten? Okay, ich brauche irgendeinen Orientierungspunkt, um den Schalter richtig zu drücken. Das ist halt... Das können wir jetzt noch nicht. Deswegen... Ich wollte
nicht in seinen Geldbeutel stöbern, deswegen kenne ich seinen Namen nicht. Er wurde als Makler beauftragt, kurz nachdem wir mit den Zahlungen für unser Haus in Zahlungsverzug gerieten. Eindeutigerweise konnte er das Haus nicht verkaufen. Er hat etwas Rotes an sich. Das ist doch alt, oder nicht? Ich weiß auch nicht, bin verwirrt. Das ist er hier. Es ist so schrecklich. Moment mal. Auf dem Notizbuch steht Laudius Immobilien. Haben Sie ihn etwa absichtlich hierher geschickt? Ich habe das Mädchen bis zum Brunnen verfolgt, aber als ich meine Hand nach ihr ausstreckte, drehte sie sich um und ihr Gesicht. Es war das Gesicht meiner kleinen Angie. Allerdings war es fürchterlich entstellt. Ich habe mir beide Beine gebrochen. Ich komme hier nicht raus. Ich höre sie im Nebenzimmer. Ich kann ihre Schatten an der Wand sehen. Sie suchen nach mir. Bitte, hilf mir! Oh, das sind die Überreste des Immobilienmaklers und wir möchten ihn auf gar keinen Fall anfassen. Können wir da mit dem Dolch ran? Nee, können wir nicht. Wow, spannend. Das war es aber auch schon mit dieser Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Spiel macht mir Spaß. Ich freue mich, dass wir weiter zocken. Bis dahin, ciao!